Die Kanzlerin wie abgetaucht, die CSU attackiert die SPD immer wieder. Martin Schulz angeschlagen. Ist so eine zukunftsfähige Regierung überhaupt möglich? Bei dieser Frage platzt einer der Verhandlerinnen der Kragen. Also ehrlich gesagt, darf ich Sie mal was fragen? Ja. Wieso sind Sie so mega negativ? Dass jede Seite natürlich auch versucht, ein Maximum von ihren Themen, von ihren Anliegen durchzusetzen. Das ist völlig normal. Die Nerven bei der SPD liegen blank. Auf dem Parteitag hatte die Spitze versprochen, mehr rauszuholen, unter anderem beim Familiennachzug. Doch die Einigung bei diesem Thema wirkt so, als hätten SPD und Union niemals miteinander darüber geredet. Ich freue mich, dass ab dem 1.8.2018 Familiennachzug in Deutschland im Rahmen eines Kontingents von 12.000 Menschen wieder möglich wird. Mit der Neuregelung wird der Anspruch auf Familiennachzug für subsidiär Geschützte zum 1.8. abgeschafft. An ihren klar formulierten Zielen muss die SPD sich jetzt messen lassen. Und ausgerechnet beim Symbolthema Familiennachzug steht sie am Ende als Verliererin da. Es ist aber für viele in meiner Partei ein schmerzhafter Kompromiss. Deshalb würde ich das auch jetzt nicht irgendwie zu schön reden wollen. Die SPD ringt mit sich, die Basis diskutiert laut mit. Lebendiger Diskurs soll die SPD wieder stark machen. Ja, der SPD leidet ja immer so, wie sie eben auch versucht, alles irgendwie besser zu machen. Andere Parteien machen das ja gar nicht. Die CDU versucht gar nicht erst jetzt irgendwie große Ziele zu erreichen. Was gut ist, die Menschen draußen erleben Unterschiede und sie können am Ende unterscheiden zwischen einer Unionsposition und einer SPD-Position. Die Chefs halten sich aus dem Kampf ums Gewinnen und Verlieren weitestgehend raus. Merkel, Schulz und Seehofer melden sich kaum zu Wort. Der SPD-Chef kommt höchstens mal vor die Kameras, um über sein Lieblingsthema Europa zu reden. Wir sind als Parteien bereit, vorausgesetzt, wir werden eine gemeinsame Bundesregierung bilden, diese Regierung so zu führen, dass sie ihren Beitrag zu einem neuen Aufbruch in Europa leistet. Die Kanzlerin tritt, wenn dann, eher moderierend auf, vermittelt fast den Eindruck, sie schaue den anderen beim Verhandeln zu, lobt etwa Manuela Schwesig und Annegret Kramp-Karrenbauer beim Digitalpakt für Schulen. Auch ein Thema, das im Übrigen gerade die beiden Damen, die links und rechts von mir sitzen, intensiv verhandelt haben in den Koalitionsgesprächen. Jedenfalls nach außen dringt keine klare Linie, keine Führungsstärke. Es ist natürlich zusätzlich ein Problem, wenn die Kanzlerin, die an der Spitze stehen sollte, noch nicht mal eine Idee davon hat, wie es weitergehen soll. Ich glaube, diese Ruhe der Kanzlerin hat nichts damit zu tun, dass es beruhigend ist, sondern hat damit zu tun, dass es keine Ideen mehr gibt. Die stehen im Grunde genommen für alles und nichts und zugleich für das Gegenteil dessen. Sie können das an allen Punkten erkennen. Wichtige Themen wie Krankenversicherung und sachgrundlose Befristung stehen weiter aus. Andere Arbeitsgruppen präsentieren Kompromisse, senden ganz bewusst immer eine Botschaft: Wir nähern uns an. Es war ein ausgesprochen gutes Zusammenarbeiten zwischen CDU, CSU und SPD an diesem Punkt. Herzlich willkommen. Sie haben gemerkt, wir haben uns noch ein bisschen abgestimmt gerade. Am Abend stellt auch die Arbeitsgruppe Wohnen ihre Ergebnisse vor. Und es wird wieder mal klar, wie fragil die Lage ist. Das war wirklich ein Austarieren. Und das, was wir am Ende als Kartenhaus gebildet haben, wenn man eine Karte aus diesem Gesamtprojekt herausziehen würde, würde das Ganze in sich zusammenbrechen. Die große Koalition, ein Kartenhaus, noch nicht fertig gebaut und jederzeit einsturzgefährdet.